Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Dock hier unten hinbekommen, genauso wie es auch in macOS der Fall ist. Oder jetzt für Windows gibt es das Programm Rocket Dock. Und ja, ich möchte es heute zeigen. Wir klicken auf Anwendungen, Ubuntu Software Center rufen wir auf. Wir suchen oben in der Suchleiste nach Docky. Sollten Docky finden, installieren. Müssen wir unser Passwort eingeben. So, nachdem Docky installiert wurde, finden wir das Programm unter Anwendungen Zubehör Docky. Können es darüber aufrufen. Und hier unten haben wir nun unser Dock-Menü. Wenn wir es jetzt sieht es noch nicht unbedingt gerade so gut aus wie ein macOS oder Rocket Dock. Wir machen einen Rechtsklick hier drauf und klicken auf Einstellungen. Wir wählen erstmal 3D-Hintergrund. Panel-Modus können wir auch wählen. Das Ganze halt wie ein Panel hier. Können wir ausklicken die Books. Automatischer Systemstart. Soll das mitgestartet werden, ja oder nein? Kann man, muss man aber nicht. Dann haben wir hier die Docklets, sozusagen die V-Art Apps, beziehungsweise die Symbole hier, wo man ändern kann. Erweiterung können wir auch. Haben auch ein paar Icons hier, beispielsweise Griffinbox, das Icon ist ja von iTunes. Neues Dock können wir auch hinzufügen. Wir können Erscheinungsbild Air, Glass, Hood oder Smoke. Ich tue das Panel hier mal kurz löschen, weil ansonsten seht ihr das nicht optimal. So, ich sehe es viel besser. Und ja, ich lasse ganz aber immer auf Classic. Und ja, schließen das Ganze und schon habt ihr einen macOS ähnlichen Dock. Da könnt ihr auch die Sachen vergrößern, und zwar hier Systemsymbole, also Symbolegröße, Entschuldigung, nicht Systemsymbole. Und hier kann man die Vergrößerung generell einstellen. Also wer es braucht, kann das Ganze sogar auf Vollleistung trimmen. Dann habt ihr halt extrem große Symbole. Aber ich lasse das Ganze immer so auf, ja, 70. Und vergrößern wir das Ganze mal bis auf 220. Schließen. Und schon sieht das Ganze gut aus. Und wenn ihr jetzt ein Programm hinzufügen wollt hier drin, wo noch nicht drin ist, dann klickt ihr einfach auf Anwendungen, nehmen wir beispielsweise mal Wörterbuch, ziehen wir hier rein, ist drin. Wenn ihr das Ganze entfernt, einfach draufklicken und rausziehen. Und schon ist es weg. Ich hoffe, das Video hat euch so einen kleinen Einblick gezeigt, wie ihr euer Ubuntu-System optisch wie ein macOS aussehen lassen könnt. Wo man es auch wirklich nicht mehr unterscheidet, ist bei Ubuntu 11.04. Da ist es eigentlich fast macOS, weil ja, wenn ich jetzt beispielsweise mal ein Terminal starte, dann ist die Leiste hier nicht hier oben, sondern hier oben, wie auch bei macOS, wo ich ein bisschen blöd finde, weil diese Nachmacherei irgendwie immer ist irgendwie auch doof. Aber ich meine, das ist ja nur ein Theme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns, schreibt Kommentare. Ihr könnt das Ganze natürlich auch beenden. Rechtsklick. Könnt ihr auch die Info haben. Das ist Docky 207. Ist natürlich Open Source. Rechtsklick, Docky beenden. Und schon habt ihr es weg. Okay.